Gemeinsam in eine starke Zukunft. Vereint unter dem Namen Judenburg. Diesen Weg gehen ab 01.01.2015 die drei Gemeinden Oberweg, Raifling und Judenburg. Einiges an Vorarbeit wurde für diesen historischen Schritt bereits geleistet. Und dennoch gibt es bis zum Ende des Jahres noch viel zu tun. Einher mit dem Zusammenschluss gehen auch offene Fragen und Bedenken der Bevölkerung. Um diese zu klären und den Bürgerinnen die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen in ungezwungener Atmosphäre direkt an die Stadtverwaltung heranzutragen, gibt es die Ortsteilgespräche, wie vor kurzem abgehalten in der Pizzeria Safter in Oberweg. Es gibt diese Ortsteilgespräche nicht nur im Zuge dieser Fusionierung, sondern wir haben die auch in Judenburg von Zeit zu Zeit gemacht, früher schon. Das dient einfach dazu, dass man so die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger kennenlernt. Es gibt ja meistens so die kleinen Dinge, die drücken und die wollen wir versuchen, so schnell wie möglich dann zu erledigen. Und die größeren Dinge muss man sowieso dann schauen, wie man das bewältigen kann. Doch was sind denn eigentlich die größten Sorgen der Bevölkerung? Beziehungsweise was wünscht man sich denn? Naja, die Bedenken, sie halten sich eigentlich in Grenzen. Dadurch für uns von Oberweg eigentlich die oder ein Großteil des Lebensmittelpunktes sowieso schon in Judenburg stattgefunden hat. Also sprich Kindergarten, Schule, Behörden und so weiter, eigentlich immer schon in Judenburg gewesen ist. Ich bin überzeugt, dass es für uns in Oberweg eigentlich so weitergeht wie bisher. Und ob das jetzt an Oberweg oder Judenburg heißt, soll eigentlich nicht das Problem sein. Noch bis zum 31.12.2014 bleiben die drei Gemeinden bestehen. Doch wie geht's dann weiter? Es wird eine neue Gemeinde geben. Wir haben uns dazu entschlossen, dass diese Gemeinde dann auch Judenburg heißt. Und es wird bis zur Konstituierung des neuen Gemeinderates dann ein Kommissär die Geschäfte führen. Mit vereinten Kräften, neuen Ideen und als eine starke Gemeinde möchte man dann in die Zukunft gehen.